Wiener Schmäh. Die Erforschung eines urwienerischen Gemütszustands. Swissmade, ein Wiener will es wissen. Ist die Schweiz noch sauber genug? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Das ungeschminkte Wien ist in keinem Reiseführer zu finden. Es ist der Teil der Stadt, in dem 70.000 Menschen leben. Sie machen den sogenannten Gürtel, auch Ringstraße der kleinen Leute genannt, zum Wien-Abenteuer fernab der Touristenpfade. Außerdem lässt sich vor allem im Umfeld des Gürtels ein urwienerischer Gemütszustand erforschen, der berühmte Wiener Schmäh. Wenn man lang weg ist, vor allem wo schönes Wetter ist, und man kommt wieder zurück und es ist grauenhaft hier, trotzdem freut man sich, wenn bei der Landung im Flugzeug der Donauwalzer aufgedreht wird. Und so soll es auch sein. Wir tanzen und unterhalten, wir sind gemütlich, wir dann Schmäh machen untereinander. Und das ist Wien die Vorstadt, wie man sagt. Ja? Das ist ein Unterschied zwischen allen anderen. Schmähchen ist das, wenn man sich einen Witz erzählt, wenn man einen anderen segiert und er akzeptiert das und lacht auch darüber. Das ist Schmäffchen. Es gibt auch die, die nicht mitlachen können. Und dann, normal bei einem Schmäh, lacht man mit. Wenn man versteht, wenn man nicht versteht, dann lachen die anderen über den, der was nicht verstanden hat. Ne? Gestern haben wir einen Kabelbrand gehabt. Ruf den Chef zweimal an. Nicht, dass es lokal brennt, das hat ihn nicht interessiert. Aber dass ihn zweimal geweckt hat. Das ist der Wiener Schmäh. Er ist natürlich auch eine Waffe gegen die Unbilden des Lebens, ein Trostpflaster, wenn einem sonst im Leben nichts gelingt, dann wenigstens der Schmäh ist vorhanden. Und manchmal ist ja das ganze Leben ein Schmäh, nicht? Wenn man sonst zu kurz gekommen sein mag. Er ist natürlich auch was Verführerisches, also der hat schon alles, was man sozusagen gemeiniglich unter Witz versteht, aber noch ein bisschen mehr. Und das bisschen mehr kann manchmal sehr ungesund sein. Wenn man sich unbedingt wohlfühlen muss, hier in dieser Stadt, kann man sich ja in den Restaurants, in modernen Kaufhäusern ein Rendezvous ausmachen. Mit Plastiksesseln und jetzt mit aufgeblasenen Weihnachtsmännern und so. Das ist von einer internationalen Hässlichkeit, da ist man nicht gestört durch Lokalkolorit. Und das soll ich jetzt mit einer kleinen Instamatic-Kamera jeden Hundekot fotografieren und traurig sein, dass es bald keine Hunde mehr gibt? Nein, da vergifte ich doch lieber die Hunde.
Natürlich gibt es Zwischentöne, es gibt ja auch langweilige Wiener, was wir ja nicht glauben, oder normale Wiener. Es gibt ja nicht nur wahnsinnige Wiener, aber die lustigen oder die sozusagen mit dem Wiener Schmäh alles andere niederführen, die geben die Akzente in dieser Stadt. Das ist sicher nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber sie geben die Akzente. Also so der Begriff der Verunsicherung ist mir irgendwie schon sehr, sehr nahe. Ne? Also auch, dass man wirklich Idyllen aufbaut und die dann irgendwo einmal kappt oder so, dann geht es ja dann mal ganz woanders hin. Ne? Und halt so Element, ich meine, der Walzer ist ja in dem Sinn einmal nur so eine kleine Idylle, mit dem dann was gut was passiert. Also als Kind, als 14-jähriger Andi, haben geschwärmt, Lokomotivführer oder Pilot zu werden oder was. Und eigentlich durch so diverse Filme ist mein Berufswunsch gereift, Bankräuber zu werden. Im Wiener Bereich haben wir primär jetzt im Bereich des Gürtels, das ist die äußere Grenze des Innenstadtbereiches. Im weiteren Sinn haben wir eine Nachtszene, eine Szene, die besetzt ist mit Lokalen, wo gespielt wird und wo auch Prostitution ausgeübt wird. Also Barbetrieb, Nachtlokale, Videotheken, Peepshows. Das ist ganz auffällig. Wenn Sie über den Gürtel fahren, dann werden Sie ab 21 Uhr diese Nachtszene, das sogenannte Wiener Nachtleben mit den Schattenseiten und Lichtseiten, besonders im Gürtelbereich erleben. Freundschaften, was sich ergeben im Milieu, sind eigentlich ja nur Interessengemeinschaften und Saufkumpanereien. Aber man hat ein Ziel, ein gemeinsames. Man hat einen gemeinsamen Feind an sich, das ist im Prinzip die Polizei, das schweißt zusammen. Der Freddy Rabak ist halt der vorlaute Stritzi-Typ, der immer die Goschen auf dem Holt, sozusagen, das sagt man im Wienerischen, also der immer sehr sprachgewandt, sehr laut, sehr forsch auftritt. Aber auch diesen berühmten Schmäh, den sie angesprochen hat, der gegenüber den Mädchen auch sozusagen Fürsorgepflicht walten lässt und mit der Polizei auf einer Ebene kommuniziert, wo man sozusagen sich das Schmunzeln nicht verkneifen kann. Ne? Auch die Polizei hat ihren Schmäh und sie akzeptieren auch den Umgang mit Ganoven, deren Schmäh. Es kommt aber wieder darauf an, in welche Klassifikation man hat als Ganove. Mit dem Klarganoven oder mit dem Burnheidl-Stritze, wie es in Wien so schön heißt, haben sie natürlich, wenn sie ein bisschen anders umgehen, als wie die Leute, die was ein bisschen in der Chefetage sind, also in der höheren Gruppe. Und in der Pratersauna war ein Treffpunkt zwischen Polizei, hier im zweiten Bezirk gibt es eine berühmte Pratersauna, wo Polizisten und Kriminelle ihre Freizeit zeitweise verbracht haben. Da hat es natürlich auch Gespräche gegeben in der Saunakammer und da hat man auch einiges geregelt, aber das gehört der Geschichte an. Ne? Sie helfen einem nicht und der Bücher hilft Erna nicht. Aber irgendwann hoffen sie halt, dass, und das ist auch ein Schmäh, ein Ort Schmäh, sie führen sich gegenseitig am Schmäh. Spittelau, umsteigen zur Franz-Josefs-Bahn
und zu den Linien S40, U4 und D. Das Unheimlichste ist, dass wir so lieb zueinander sind, so höflich. Einen Handkuss gibt es ja noch. Ich glaube, ein Teil will ja wirklich lieb sein. Und das Böse darf halt nur selten heraus. Das Lebendigste für den Wiener ist der Tod. Es gibt ja nicht umsonst das berühmte Lied von, ich glaube, von Ambros, es lebe der Zentralfriedhof mit allen seinen Toten. Der Totenkult, das heißt die Vergangenheit, das ist direkt ein konstituierendes Element in Wien. Ohne diese Nostalgie, diese Verklärung und ohne die ständige Anwesenheit der schönen Leicht, der von gestern und der von morgen, wäre der Wiener Schmäh ja sozusagen Deutsch. Schmähen ist ja eigentlich ein sehr böses Wort. Nicht jemanden anderen schmähen ist ja auch nicht nur ihn in seiner Wahrheit zu entdecken, sondern ihm alles Mögliche anzuhängen, ihn schlecht zu machen, madig zu machen, aber immer so gerade nicht ganz madig und nicht ganz schlecht und nicht völlig ruinieren. Ja? Aber dieses Pendeln, es ist eine Form von Pendeln über alle möglichen, mit einem Unmaß an Ambivalenz und Unmaß an Freude des Nicht-Fixierens. Und bei uns zerfließen die Begriffe und dadurch kann man leichter in schizoider Manier etwas anderes meinen. Insofern läuft der Tod mit, als man weiß, solange man das kann, solange man alles schweben lassen kann, passiert das nicht. Aber man tut das ja auch, damit es nicht passiert, damit man nichts endgültig ist und nichts abstirbt und nichts zu Ende geht und so. Es ist eine Rettung aus diesem Dilemma, in dem wir alle als Menschen stehen. Der Tod, das muss ein Wiener sein, gerade wie die Lierper Französin. Denn wer führt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur ein Wiener das Gespür dafür, sagt Georg Kaiser.
Und ich gehe aufs Klo, setze mich in die Muschel und lass mich runter. Bah, immer noch was eng und nass und kalt. Manchmal ein bisschen eine wärmere Strömung, aber meistens ist es nicht kalt. Und ich denke mir die ganze Zeit, denke ich mir, hörst, wieso ist das so bunt herinnen? Im Rohr drinnen. War es irrsinnig bunt, so hässliche Spiralen und Kreise in scheißlichen Formen. Auf einmal komme ich drauf, die ganzen Scheißrohr in Wien sind innen vom 100 was ausgemalt. Man kann ja so Städte wie Wien nicht einmal negativ besetzen, weil sie ja meistens so wenig tut. Ich meine damit so wenig an Aufbruch in irgendeiner Richtung, dass man weder ablehnen kann noch zustimmen. Wenn ich jetzt die Kabarettszene, dort wo ich tätig bin, hernimm, dann ist es auch eher momentan so ein bisschen ein fader Verein, wo keiner dem anderen wehtun will. Journalisten, Künstler, es ist alles so ein bisschen ein Sumpf, wo es manchmal pluppert, wo in diesem ruhigen Sumpf Lebewesen entstehen können mit ganz seltsamen Tentakeln, die in einer anderen Stadt sich überhaupt nicht entwickeln würden. Aber man kann dadurch nicht von einem anregenden Klima sprechen, wo sich was Neues tut, sondern eher von einem Klima, das ruhig genug ist, wo so wenig Wind weht, dass sich so seltsame Tiere entwickeln. Auch ganz unten im Ozean meistens, nicht, wo keine Meeresströmung mehr ist. Da kommen auch die seltsamsten. Und die Taucher fahren dann runter und leichten den an. Und er schaut ganz so, solche Fische sind nur überlebensfähig da. Also in China gibt es ein Gericht, das heißt der dreifache Schrei. Das finde ich ist ein ganz guter Schmäh aus chinesischer Sicht. Da werden neugeborene Ratten, glatzige, frisch geborene, embryonale Ratten, kommen lebend zu Tisch. Und der dreifache Schrei, der erste Schrei ist, wenn man mit dem Stäbchen in die Ratte hineinpiekst. Der zweite Schrei ist, wenn sie in die scharfe Chilisauce gehalten wird. Und der dritte Schrei ist, wenn man hineinbeißt. Das ist ein guter kulinarischer chinesischer Schmäh. Das wäre ja gut alles, weil früher habe ich das wirklich beherrscht, aber ein bisserl Grinzing, ein bisserl Sievering, ein bisserl Neuweideck, ein bisserl Otterkring, ein bisserl, wie geht's weiter? Das ist mein Lebenszweck. Wenn man jung genug ist, lässt man sich ja gern einwickeln, nicht von einem Mann, der interessant ist oder der einem gefällt. Aber es ist ja nicht immer so, dass man seinen Wunschmann trifft. Nicht? Man muss suchen im Leben und dann glaubt man, man hat immer der beste, die größte Enttäuschung im Leben gewesen. Ja. 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 Aufgewachsen da am Gürtel, da in der, die Nebengassen, da habe ich gewohnt und halt bin ich arbeiten gegangen. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit und 34, 35er Jahre, wie wir da am Gürtel Fußball gespielt haben, noch mit einem Fetzenlaberl und so Sachen. Da ist ein Bierwagen vorbeigefahren, vielleicht ein verkappter.
Milchwagen mit Ros, aber sonst schon gar nichts. Heute hat sich das nach so vielen Jahren total umdreht alles, nicht? Und so ist, wie man halt am Gürtel aus, hat man halt auch seine Jugenddinger, Erlebnisse im Kino, und da waren viel mehr Kino und viel mehr Gasthäuser, und dort finden sie ja fast nichts mehr da, weil sie alles umdreht, jede Generation dreht sich anders um. Sozusagen jeder Wiener ist irgendwie auch ein Original, und das Wienerische ist sozusagen per se, ich kann Ihnen auch nicht sagen warum, so besonders literaturfähig und so anschmiegsam und so melodiös und kann in den Zwischentönen vielleicht noch mehr ausdrücken, als sonst Dialekte mehr als Hochsprachen ausdrücken können. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wenn ich Ihnen die Geschichte erzähle von Wien, da haben es alle Variationen beieinander. Die Tschechen, die Slowenen, die Polen, die Jugoslawen, alles, was da gibt unten. Also sind wir faktisch die ersten Europäer am Gürtel. Vielleicht helfen sie uns auch deshalb was zum Aufbauen dann, wenn sie das hören, dass Europa da geboren ist in Wien, nicht woanders. Wenn man sagt Strauß, Lanner, dann ist das ja für den Österreicher anders besetzt. Für den Österreicher ist das so, das ist wie für den Schweizer Wilhelm Tell, das gehört zur nationalen Identität dazu. Es gibt unheimlich schöne Melodien, dieses ganze chromatische Auf und Ab. Aber letztendlich kommt es auf ein großes Gejammer aus. Ne? Und wirklich unvoreingenommen zu sagen, es ist eine schöne Musik, das gelingt dann nur dann, wenn man irgendwann im Sommer am Abend durch den Stadtpark geht und ganz ein furchtbar schlechtes Touristenoperettenorchester spielt 100 Meter entfernt. Ganz schlecht, die Geigen sind nicht gescheit gestimmt aufeinander. Es hat so einen grotzigen Ton, so einen Vibrato-Ton. Und die spielen dann ganz schlecht Strauß und Lanner. Da setze ich mich dann schon gerne auf eine Bank und höre der Musik zu, weil sie irgendwie dadurch wieder entstaubt ist. Nach 20 bis 30 Jahren, nur da haben sie alles umgedreht. Wie oft sie den schon aufgerissen haben, wenn einer Pfeifen verloren hat zum Beispiel, haben sie gleich nächstes Monat nachgerufen wieder. Also, so sagt man in Wien, nicht? Das ist nicht, das ist ein Ausspruch. Die Universitäten des Wienertums haben sehr, sehr lange Semester. Und wenn sie 26, 28 Semester in Wien das Wienertum studiert haben, dann bekommen sie schon einiges mit. Man lacht vielleicht in einem Fall beim Witz, man lacht nicht beim Schmäh, man lächelt. Man genießt es. Es ist nicht so, es hat keine Gestalt. Es hat vielleicht so viele Gestalten, dass man eine Gestalt nicht hat. Man kann sagen, der Witz, aber der Schmäh ist schon ziemlich falsch. Ein Schmäh. Ja, es gibt ja auch in der Show den Running Gag, dass alle 5 Minuten einer vorbeikommt und betrunken ist oder so. Das ist ein Running Gag, und im Wienerischen gibt es das nicht. Da gibt es, dass der Schmäh rennt. Das ist eben die Gefahr, wenn er nicht rennt, dann gehen die Engel durch den Raum, dann stockt das Gespräch. Und dann würde plötzlich das Unbewusste mit seinen Wünschen und Ängsten hochkommen. Die Klammheit eines Wartezimmers würde ausbrechen. Und deshalb muss man schauen, dass der Schmäh sich immer selbst befruchtet, wie ein Perpetuum mobile. Ein Wort gibt das andere.
ist ein vernetztes Ping-Pong-Spiel. Damals, ich möchte diese Erinnerung nicht missen. Dabei habe ich ja gar nichts davon gehabt. Andere, mein Lieber, die haben sich gesund gestoßen. Existenzen wurden damals aufgebaut. Geschäfte arisiert, Häuser, Firmen. Ne? Ich habe nur einen Juden geführt, ich war ein Opfer. Die anderen sind reich geworden. Ich war ein Idealist. Na, was war ich schon? Bei der NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, hat sich keiner was denkt, wenn er dazugegangen ist. Heute ist man ja auch überall. Gewerkschaft und so denkt sie nichts. Ich habe ihm nicht nur die Beiträge kassiert, das habe ich so nebenbei gemacht, das habe ich kennen vom Sportverein. Ich habe ihnen Sprüche gebracht, Sinnsprüche, so Goethe und Hitler, nicht? Gesundheit ist Pflicht, so aufbauende Sachen, habe ich ihnen gebracht. Zum Aufhängen habe ich es ihnen gebracht. Die Art und Weise, wie das Wienertum in der Lage ist, sozusagen sich selber mordend als Opfer auszugeben, selber sozusagen als Zuschauer dabei gewesen seiend und gesagt habend, ich habe nichts gesehen. Ja. Ich war eigentlich nicht dabei. Das war alles daneben, im Nachbarhaus. Ja. Das ist sozusagen, das hat so etwas von einem mörderischen Schmäh, wie gesagt, dass man, und ich habe ja selber etwas davon. Ich bin ja hier aufgewachsen, auch wenn ich sozusagen von der Gebürtigkeit her zur anderen Seite gehöre, aber ich bin ja hier aufgewachsen und ich habe ja sozusagen, bin ja selber ein gelernter Wiener und ich weiß ja, wie man so etwas tut. Wie man sich sozusagen vor was drückt oder wie man sich was richtet. Also ich kenne ja sozusagen die Wiener Stadt sehr gut. Der Witz dieser Stadt steigt die Wendeltreppe herauf, die im Inneren des Wienkörpers bis in nebelige Vorzeit hinunterführt, gedreht um eine nicht vorhandene Wirbelsäule, um durch die Goschen in Form eines melodiösen Rülpsers ins Tageslicht zu fahren, aber sofort wiederum im Gehorch der Wiener zu verschwinden. Das mit Wien ist ja eh eine Erfindung, diese Stadt dürfte es ja gar nicht geben, es ist ein Hirngespinst. Sicherlich gibt es Menschen und Häuser, aber das drumherum ist eine Hineinprojektion. Wien wird immer wieder erfunden von irgendwelchen Leuten. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sehr schnell den Wien-Bacillus bekommen und irgendwie was hören, was heraushören, denen nach einigen Monaten dunkel schwant, dass sie eigentlich die ganze Zeit, um es einmal auf Deutsch zu sagen, auf den Arm genommen wurden. Dass sie sozusagen ständig in allen Kommunikationen irgendwie sich nicht so ganz sicher sind, ob es so ganz ernst ist, was die Wiener ihnen so sagen, oder ob sie sie nicht eben einfach nur am Schmäh haben. Und das gefällt dann vielen, weil es eben dieses Doppelsinnige hat. Und zwischen dem ersten und sechsten Monat finden sie es unerträglich, weil sie sich ständig verarscht fühlen. Und ab dem sechsten Monat glauben sie zu wissen, was der Wiener Schmäh ist, glauben, dass sie ein bisschen dazugehören und dann kommen sie von dieser Stadt nicht mehr weg.
Klimawechsel. Aus den Tiefen des Wiener Gemüts tauchen wir auf in die kühle Zürcher Luft. Ist die Schweiz noch sauber genug, fragt sich der Wiener Autor Karl Ferdinand Kratzl. Mit seinem Zürich-Besuch in unserer Rubrik Swissmatch beschließen wir unsere heutige Sendung, dies in wenigen Augenblicken. And Zurich has always been a free town until 1800, until Napoleon came and occupied the whole area. And there is a nice little story about freedom, my favorite story, about the brave ladies of Zurich. There is one of the ladies over there. Well, following true story happened 1292, 1 year after the Swiss Confederation was founded. Zurich lost a battle against the Habsburgs. You know the Habsburgs, a big empire. And then the Habsburgs thought that it was only a question of time that they could enter in Zurich. Entschuldigung. Ich komme aus Wien und es freut mich, dass hier so sauber gemacht wird, dass alles in Ordnung ist. Ja, aber. Ja. Darf ich den Wagen einmal schieben? Ja, gut, ja, aber. Die Sauberkeit der Schweiz lässt international zu wünschen übrig. Wir analysieren die einzelnen Staaten nach ihren Exportartikeln. Das hier ist ein Schweizer Sprunggelenk, ein Talus. Auch er glänzt ein bisschen, aber zu wenig. Dieses Land nimmt viel herein, lässt wenig heraus. Wir in Österreich, wir exportieren die Gemütlichkeit, die Weinseligkeit, eine gewisse Unschärfe und Unmündigkeit. Aber die gleiche Unmündigkeit findet man auch hier. Schokolade als Exportmittel versucht, die feindlichen Staaten zur Verstopfung zu bringen, um den natürlichen Geiz wieder anzukurbeln. Nur wer geizig ist, spart, wer verdaut nicht. Käse, der Käse ist eine extrahierte Form der Muttermilch von jungen Kühen, von Kälbern und führt bei massiver Einnahme auch zu einer Versäuglichung der Genießer. Man wird abhängig und symbiotisch an die Schweiz gebunden. I like Zurich very much. It's an excellent city. Oh, you are not from here? No, I am not from here. I'm from the United States. I'm from the World Health Organization. Yes. Are you concerned about disease in Switzerland or disease in the world in general? Yes, in different countries. Different countries? Yes. It's always been, I think, the cleanest country in the world, the most orderly country in the world. I'm in Zurich at least 30 times a year. I have never been ill in this country. Healthy and clean. Wir versuchen, die einzelnen Staaten, wie gesagt, zu mehr Verdauungsarbeit anzuregen. Wir sind ja ohne Schuld. Es geht da nicht um Verurteilungen, sondern um das Unangenehme auch einzuladen. C.G. Jung, ein Schweizer, hat ja den Schatten erfunden. Hier ist der Schatten sozusagen zu Hause.
Es wäre sehr schön, wenn ihr auch die Schweiz reinigen würdet. Dann, bitte. Die WHO grüßt die Schweiz und sauber bleiben.